Boys, wir haben es hinbekommen, Hollet in 2 Tagen abzuschließen. Das Ganze sehr, sehr wild. Wir werden dazu noch einiges. Dazu gibt es die neue Crafting-Methode dazu und wie viel Coins wir ausgegeben haben für Hollet. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Vielleicht hätten wir auch wieder die 100 Likes auf dem Video. Das wäre sehr, sehr wild. Kurs geht raus. What's up, Kings? Wir sind wieder back mit einer neuen täglichen, wöchentlichen Video-mäßig. Was wir gemacht haben, Rückblick, ihr wisst, was ich meine. Ihr seht das ganze Team jetzt hier schon im Hintergrund. No Luck FC ist es übrigens. Wir haben iCampix und so auch gemacht. Das ist mein bester Pull hier. Wir haben Hollet gemacht, The Main Man. Ich habe auf Twitter sehr, sehr viel Hate gesehen für diese SBC, aber ich check die Leute nicht, warum die Leute die Karte haten. Also, es ist natürlich Hollet Base, ist lengthy und wahrscheinlich um Welten schneller und alles. Aber diese Karte ist ein absoluter Witz. Diese Karte ist sowas von gut. Wir standen kurzzeitig 12-1 in der Weekend League. Ich hatte leider keine Zeit mehr. Deswegen musste ich die Weekend League dann halt auf Kampf durchspielen. Hätte ich meine Games safe auf nächsten Tag noch verschoben, wären wir locker bei 16, wenn nicht sogar 17, 18 Wins gelandet. Das Ganze werden wir auf jeden Fall nächste Woche mit dem Bre angreifen. Dazu habe ich noch eine seltene Karte. Alaba. Ihr wisst, der ist extinct. Team of the Week Upgrade ist gleich Instant Win, sage ich mal so. Ich habe ihn noch nicht getestet, ich habe nur die Evo gemacht. Karte schaut. Wir reden hier wirklich von einer Team of the Year Non-Mini-Karte. Die Karte ist absolut krass. Hatte er nicht letztes Jahr sogar eine Team of the Week Non-Mini-Karte? Falls er eine Team of the Year Non-Mini hatte, ich blende das mal ganz kurz ein. Falls nicht, dann seht ihr keine. Stats schauen wirklich wild aus. Ich fände, für was zahlt man? 130.000 für die Evos oder so? Ist in meinen Augen fair. Also, ihr kriegt eine Karte, die könnt ihr locker im DM spielen. Ich werde ihn auch DM spielen. Ich werde keine Fünferkette spielen. Ja, wie gesagt, Hollet chillt auf jeden Fall auf der Offensiven, weil viele gefragt haben, wie ich ihn spiele und sowas. Ich finde Hollet sehr, sehr geil offensiv. Macht sehr, sehr Spaß, mit ihm zu spielen. Natürlich ist es Hollet. Du kannst ihn bei Ecken einsetzen. Du kannst ihn, wenn irgendwann Van Dijk zu langsam wird, kannst du ihn einfach als Center wegspielen. Guck, er kann IV spielen. Packst ihn einfach in die IV, dann Van Dijk einfach out. Ist auch ganz simpel. Deswegen mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Crafting-Methode plus, was wir ausgegeben haben, kommt. Ich wollte euch noch ganz kurz erinnern, wir haben in Team of the Weeks legit am Montag investiert. Ich war die ganze Zeit live. Ich habe gemeint, kauft euch Team of the Weeks 32, 33k. Die sind jetzt bei 42k. Hab 1,5 Millionen gemacht in 18 Stunden. Sehr, sehr wild. Also, wie schließt man denn Hollet und Eusebio und alle so schnell ab? Ganz ist eigentlich recht simpel. Ihr wisst, Hollet ist eine teure SBC. Ihr seht den Preis eingeblendet. Ich habe keine Ahnung. Es ändert sich immer zwischendurch. 89er-Teams, wie macht man das am schnellsten? Viele haben gefragt, weil sie nicht wissen, wie sie die 89er-Teams schaffen sollen. Und ich sage euch ganz ehrlich, 89er-Teams sind überhaupt nicht schwierig. Der Key, ein 89er-Team zu schaffen, ist das 85-Plus-Profiball. Ein 84er-Team und die Player-Picks sind unglaublich. Manchmal auch spielbares Zeug drin. Deswegen, falls ihr hier High-Rated braucht, habt ihr hier schon mal euren Secret-Tipp. Das Wichtigste bei den Crafting-Methoden ist, natürlich, ihr wisst, mit Schritten und sowas. Schritt Nummer 1 wäre dann hier, das Gold-Upgrades mache ich jeden Tag. Also jeden Tag macht ihr da eure Bronze- und Silberkarten rein. Ihr kriegt insgesamt 33 Goldkarten zurück von den ganzen Bronzen und Silber, die ihr abgibt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ist auch for free, das heißt, du musst da nicht irgendwie jetzt, keine Ahnung, 1000 FIFA-Points aufladen. Ist sehr wild. Nehmen wir immer mit. Dann mein Schritt Nummer 2 wäre dann, ich würde Player Picks machen. Also 80 plus Player Picks. Ihr kennt das Ganze, ihr müsst da drin, was weiß ich nicht, ich glaube 6 Karten abgeben. Eine Rare, genau. Da werft ihr am besten irgendwelche Ligen rein. Portugal-Liga, norwegische Liga. Ihr wisst, irgendwas, was ihr nicht für Ligen-SBC braucht. Wenn ihr zweite Ligen-SBC nicht braucht, also diese gemischten, macht ihr einfach MLS rein. Macht ihr einfach alles rein. Saved, aber ganz wichtig, Ligue 1 und Eredivisie, weil die Karten sind recht selten. So würde zum Beispiel Player Pick von mir aussehen. Ich werfe die Karten immer da rein, weil ich benutze sie nicht. Ich benutze Cavani und Fernandes oder so, beide 79 rated und die 75er kannst du ja nicht reinwerfen, logisch. Dann gibst du den ganzen Lachs ab, öffnest den ganzen Lachs, Vorfalleffekt, was soll drin sein? Ihr wisst, in meinem Fall, wenn ich den nicht hätte, würde ich wahrscheinlich ihn nehmen. So nehmen wir einfach den von Dings, natürlich Vorder. Wenn ihr Libertadores drin habt, nehmt ihr Libertadores, lohnt sich mehr. Bevor wir zu den Ligen-SBCs kommen, ich habe die SBC noch nicht gemacht, ist mir gerade eingefallen, die machen wir jetzt zusammen. So, dann seht ihr, was wir abgeben. Wir würden Full Spanien abgeben. Ihr müsst halt auf Ligen achten und so, ist eigentlich recht simpel gesagt, getan. Wir geben 82er und so ab. 82er kosten vielleicht 750 Coins oder sowas, ich bitte euch. Also Rest Silber, boah, besser geht gar nicht. Silberkarten, wo willst du die sonst hinwerfen? Nur in diese Upgrades, 74er ist wasted. Deswegen geben wir das da ab. Ihr kriegt ein Tradable, 45k-Pack. Was da drin ist, werden wir sehen. Mein Packlag ist sowieso, ist over, da ist nichts drin. Wie gesagt, wir gucken einfach mal, was drin ist. Wenn wir Walkout haben, haben wir Walkout. Wenn wir nichts drin haben, haben wir nichts. Team of the Week ist eigentlich das Beste, was du daraus ziehen kannst. 40k, 42k Team of the Week. Ein 84er kann dahinter ein Team of the Week sein. Ich weiß, dass ein Tradable meistens keiner drin ist. Wenn einer drin ist, 40k. Wenn nicht, dann nicht. Klassiker, natürlich nicht drin. Ist aber nicht schlimm. 284er nehmen wir mit. Was haben wir abgegeben? 82. Ist gleich 284er, 4k. Mit den ganzen Goldkarten. Das heißt, wir haben Silber abgegeben für Gold. Ist auch ein sehr guter Recycle, würde ich euch empfehlen. Natürlich die täglichen Dings hier nimmt ihr natürlich auch mit. Und 10 Coinpack. 10 Coinpack, oha.
Maschallah, 10 Coilpack, nehmen wir mit. Was haben wir drin? Wahrscheinlich wieder eh nichts, ne? Wie immer, Klassiker. Oder 10 Coilpack von mir. Ach, aber ich habe wenigstens was für den Liegen-SBC gezogen, daher nehme ich das natürlich mit Kusshand mit. Unser nächster Schritt wäre natürlich wieder die heißgeliebte Liegen-SBC. Es führt keinen Weg herum, diese SBC ist die beste SBC in FIFA ever. Ich gebe euch mal einen Call, was das ganze Average für mich gekostet hat. Ich habe heute 4 Liegen-SBCs gemacht. Die erste 1500, die zweite 4800, die dritte 6800 und die letzte 7600. Das heißt, wir haben keine über 10k ausgeben, das ist ein absolutes Win. Daher würde ich die SBCs immer mitnehmen. Das Einzige, was ihr kaufen müsst, ist eigentlich nur noch das hier. Das hier kannst du 6 Spieler aus einem Verein, vielleicht kaufst du 1, 2, passt. Das hier ist eigentlich das Nervigste an der ganzen Sache. Der Rest ist free. Nehmt euch mit. Liegen-SBCs kennt ihr. Habe ich schon mal einen Guide hochgeladen. Falls ihr nicht wisst, was ihr nehmen sollt, findet ihr hier. Und gemischte Liegen haben auch einige gefragt, soll man die mitnehmen? Könnt ihr mitnehmen, wenn ihr ein bisschen was übrig habt. Silberkarten oder so recyceln. Nehmt ihr dieses Ganze mit. Sonst würde ich sagen, kann man es eigentlich, braucht man eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Da viele dann den Schritt nicht verstanden haben, was man nach der Liegen-SBC machen soll. Jungs, nach der Liegen-SBC seid ihr bei einem Ergebnis angekommen. Ihr habt euren Recycle, ihr habt eure 83, 84er, ihr habt eure Walkouts gezogen, was auch immer. Das heißt, ihr habt die Recycling-Schritte richtig gemacht. Das Wichtigste, das Kernstück aller Karten ist das 83-10. Ihr gebt ein 83er Team-Up mit einem Team of the Week. Wenn ihr keine Team of the Weeks habt, müsst ihr Team of the Week-Pick machen, wie halt auch immer. 85-Plus-Pick ist für High-Rated, haben wir ja vorhin gelernt. Jahresrückblick-Profi-Wahl. Ich habe also selten sowas gesehen, ne? Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Aber man zieht Icons drin, Hollet und sowas. Wir haben Onstream Hollet und Maldini gezogen, das ist unglaublich. Icon-Pick würde ich euch nicht empfehlen. Sanetti und Cech, ne? Das ist geil. Aber wenn ihr euer Zeug in die 83-10 und 85-Plus-Picks reingeworfen habt, habt ihr alles richtig gemacht. Dann müsstet ihr eigentlich sehr, sehr gutes Fodder gezogen haben. 80-Plus-Player-Pick ist eigentlich wie auch immer noch ungeschlagen. Also ihr habt es wahrscheinlich auch vorhin gesehen. Du gibst 6 Spieler ab und du kriegst eine Profiwahl. Du kannst dir aussuchen, was du nimmst. Manchmal hast du Glück drin, manchmal nicht. Manche haben auch gesagt, 81-Plus soll man mal versuchen. 11 selten ist halt irgendwie ein bisschen Scam. Da kannst du auch direkt eigentlich das hier machen. Da kriegst du 3 zurück. Und hast einen Fortschritt in den Meilenstein. Müsst ihr wissen, wie gesagt, mir ist egal. Das ist auch eigentlich ganz simpel dann. Und dann, nachdem ihr dann die Schritte gemacht habt, ihr könnt ja eh nur 3 83-10 machen und 3 85-Plus-Picks. Dann ist der Tag eigentlich für euch gelaufen, außer ihr könnt Zeuger spielen. Ja, wie gesagt, dann sucht ihr euch eure SBC aus, die ihr machen wollt. Ich persönlich würde natürlich sie dann nicht machen, weil sie dann, es gibt bessere Karten als sie dann, sind wir mal ehrlich. Ja, die wirst du schnell replacen, leider. Und Hullet und Eusebio. Natürlich, Hullet ist auch teuer. Eusebio ist eine absolute 10 von 10 SBC. Gebe ich euch absolut einen Call. Ich glaube, da waren es auch 89er Teams, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. 82er Teams, ja. Wir haben 10 Millionen Fodder in 2 Wochen gegrindet, sozusagen, mit Eusebio, mit Mbappé, mit Hullet. Ist unglaublich, wie gesagt, unglaublich. Und natürlich durch Trading machst du auch dickes Plus. Das heißt, was hat uns Hullet gekostet? Das Ganze ist recht simpel. Der ganze Lachs hat uns 161k gekostet. Für ein absolutes Beast ist natürlich crazy. Hullet sieht die hier eingeblendet, was er sonst kostet, also die Base-Version. Ich denke, man nimmt es in Kauf. Durch Trading und sowas haben wir eh 1,5 Millionen gemacht, deswegen das juckt eigentlich nicht mehr. Im Endeffekt, ihr wisst, es ist ja kein Joke, es ist ja nichts Geheimes oder sowas, dass man jede SBC abschließen kann. Ich meine, ihr seht es ja, ich mache alles on-stream. Wir streamen vielleicht 3, 4, 5 Stunden maximal höchstens. Off-stream mache ich überhaupt nichts, außer wenn wir jetzt mal für ein Video haben, dann seht ihr das natürlich mit dem Video. Sonst, Hollet ist ein absolutes Brett, Jungs. Also, ich kann es jedem empfehlen, falls ihr Midfielder sucht, nehmt ihn euch mit. Falls nicht, ist auch in Ordnung. Wir haben Team of the Year eh bald vor der Tür. Von daher, Kuss geht raus, falls ihr es bis hierhin geschaut habt. Lasst auch noch ein Like da für die 100 Likes, wäre natürlich cool. Abo, falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, ist sehr, sehr wichtig, damit ihr die Videos nicht verpasst. Sonst, ich wünsche euch was, Jungs. Merry Chrysler und viel Spaß beim Weitermachen. Gang, gang, gang. Yeah, yeah. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Gang, yo. Gang, gang. Huh? Di se tene bando, di se tene rambo, di ne a so l'importa. Va contando que ma pega, si le deje con la nariz rota. Yo no sé si cardio, pero...